Laufen dir die Mitarbeiter davon? Oder hast du Angst, die besonders Guten zu verlieren? Dann schenke deine Aufmerksamkeit den vier folgenden Dimensionen. Sie richten sich ganz nach der Psychologie des menschlichen Naturells und lassen sich hervorragend auf die Jobwelt übertragen. Diese vier Dimensionen kannst du verwenden wie eine Checkliste, ganz egal, ob du nun Unternehmer, Führungskraft oder Manager bist. Sie ist aber auch super spannend, wenn du selbst Arbeitnehmer bist, weil sie dir hilft, deine Situation im aktuellen Job zu hinterfragen. Ich durfte es in meinen Gesprächen unzählige Male erfahren. Gekündigt wird, wenn man nichts bewirken kann, wenn die Zukunft unsicher ist und die Firma sich an veralteten Modellen festklammert. Wenn das Unternehmen oder Vorgesetzte ihre Verantwortung nicht wahrnehmen und wenn es keine Möglichkeiten gibt, sich weiterzuentwickeln. Los geht's! Die erste Dimension ist die Selbstwirksamkeit. Bietet der Job ein Umfeld, in dem ich als Mitarbeiter etwas bewegen und bewirken kann? Jeder Mensch möchte die Erfahrung machen, dass er selbst Einfluss auf die Dinge um sich hat. Dass diese nicht nur durch äußere Umstände oder durch den Chef vorgegeben sind. Wenn ich als Mitarbeiter bemerke, dass meine Taten keine Wirkung haben, werde ich gleichgültig. Und Gleichgültigkeit eines Mitarbeiters ist immer ein Warnsignal, nämlich dass er sein Warum verloren hat. Die zweite Dimension ist eine sichere Zukunft. Bietet mein Arbeitsplatz Sicherheit für mich und meine Familie auch in Zukunft? Geschäftsfelder entwickeln sich. Sind wir dynamisch genug? Sind wir uns den Trends bewusst, die sich um uns abspielen? Setzen wir das Signal klar genug, dass wir offen mit der Zeit gehen? Die dritte Dimension ist die Verantwortung. Bin ich mir meiner Verantwortung gegenüber Mitarbeitern, Kunden und der Umwelt bewusst? Zeige ich aufrichtige Wertschätzung oder fällt mir das etwas schwer? Die vierte Dimension liegt in den Entwicklungsmöglichkeiten. Alles, was in der Natur nicht weitergeht, nicht weiter wächst und nicht in Bewegung bleibt, verkommt zu Kompost. Als Mensch und Arbeitnehmer brauche ich die Möglichkeit zu lernen und zu wachsen. Genauso sehr, wie ich Luft brauche, um zu atmen. Fehlt es innerhalb einer oder mehrerer dieser vier Dimensionen, werden deine Mitarbeiter dein Unternehmen früher oder später verlassen. Wenn du es gleich oder völlig anders siehst, dann lass es uns doch in den Kommentaren wissen. Und ja, wenn du dich für Psychologie und Karriere interessierst, ist das dein Kanal. Abonniere ihn doch gleich und wir sehen uns im nächsten Video. Okay? Ciao, ciao.